Die Reisefreiheit kehrt zurück. Ab Dienstag sind die Grenzen zu 31 Ländern in Europa wieder offen. Nur wenige Ausnahmen bleiben. Herzlich willkommen bei der Zeit im Bild. Die Mathematik-Matura war heuer wieder besonders schwer. Jeder Fünfte hat ein nicht genügend. Ein schlechtes Zeugnis stellen viele aber auch den Prüfern aus. Und Prinz Philipp wird stolze 99 Jahre alt. Das Wetter in Österreich wird mal wieder sonnig und wärmer. Am Strand liegen in Griechenland, ein Selfie machen vor dem Eiffelturm in Paris. Haben wir uns vor wenigen Wochen noch nicht vorstellen können, ist aber bald wieder möglich. Denn Österreich öffnet ab 16. Juni seine Grenzen für 31 europäische Länder wieder vollständig. Und das heißt damit, bei der Heimreise ist keine Quarantäne und kein Corona-Test mehr nötig. Grenzenlos ist Europa aber noch nicht. Die Beschränkungen gelten weiterhin für Schweden, für Großbritannien, Spanien und Portugal und auch für Italien, da gibt es eine partielle Reisewarnung für die Lombardei. In Spanien, da passen zwar schon die Infektionszahlen, aber dort will man ganz sicher gehen und öffnet seine Grenzen erst am 1. Juli. In anderen Ländern gibt es derzeit noch zu viele Neuinfektionen. Schauen wir genauer hin. In Österreich wurden in den letzten 7 Tagen 25 neue Fälle pro 1 Million Einwohner registriert. In Schweden, dort ist die Entwicklung aktuell am schlechtesten, waren es in derselben Zeit 634 und in den anderen betroffenen Regionen waren es auch noch über 100. Dorthin also nicht, aber sonst geht schon wieder viel. Noch sind sie großteils leer, die beliebten Strände von Jesolo und Lignano oder auch die griechischen Urlaubsinseln. Doch das dürfte sich bald ändern. Österreich öffnet schon nächste Woche die Grenzen zu den allermeisten Staaten Europas. Heute stoßen wir ein Fenster auf, ein großes Fenster in Richtung Wiederherstellung der neuen Reisenormalität. Nach langem Hin und Her und einem letzten runden Tisch heute Vormittag fallen jetzt doch auch die Einschränkungen für Reisen nach Italien. Einzig für die besonders vom Coronavirus betroffene Region Lombardei gilt weiterhin eine Reisewarnung. Viele Regionen Italiens sind mittlerweile in den letzten 14 Tagen noch besser als Österreich gewesen. Also wirklich Komplimenti an die Kollegen in Italien ausgesprochen. Das ist nicht selbstverständlich. Die Regierung appelliert aber dringend, bei allen Reisen vorsichtig zu sein und Mindestabstand und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Bitte, wenn Sie einen Koffer packen, vergessen Sie den Hausverstand nicht. Wir sind global gesehen immer noch mitten in der Krise. Für die Regierung sind die Grenzöffnungen eine Gratwanderung. Einerseits will man den Menschen einen Sommerurlaub auch am Strand ermöglichen. Andererseits ist das Infektionsrisiko bei vielen Urlaubern auch aus anderen Ländern durchaus vorhanden. Sollte sich jemand im Urlaub anstecken, will die Regierung bei der Heimreise helfen. Die Lust auf eine zweite große Rückholaktion ist beim Außenminister aber überschaubar. Ein völlig entspannter Sommerurlaub ist das wohl noch nicht. Berichtet uns Julian Paschinger. Reisen mit Köpfchen soll also das Motto sein, auch und gerade, wenn es nach Italien geht. Aus Rom heißt es ja, das Land sei sicher, aber da gilt es schon genauer hinzuschauen und das hat Cornelia Wospenig getan. Das sollte vielleicht nicht die Destination der ersten Wahl sein. Mailand bleibt neben Brescia und Bergamo Brennpunkt der Corona-Krise in Italien. Die meisten Neuinfektionen gibt es nach wie vor in der Lombardei. Aber ein neuer Cluster befördert einen schnell auf einen zweiten Platz, den man nicht haben will. Im Latium um Rom, wo man Museen derzeit genießen kann, wie schon lange nicht mehr, führt der Ausbruch in einem Heim zu einem Anstieg. Insgesamt aber will Italien entwarnen, die eigene Bevölkerung und die Touristen, die zu mehr als 10% der Wirtschaftsleistung beitragen. Etwa 30.000 bestätigte Corona-Positive gibt es derzeit in Italien. In Venedig sind es beispielsweise rund 2000. Die Faustregel für den Urlaub, je weiter südlich, desto geringer das Risiko. Einige Regionen Italiens melden keinerlei Neuinfektionen mehr. Besonders sicher dürfte ein Urlaub heuer in Kampanien sein, aber auch in Sizilien, der Basilikata, Apulien oder Kalabrien. Und in wenigen Tagen soll alles wieder normal sein, selbst die Diskotheken öffnen. Tanzen auf Tuchfühlung ist in dieser Saison aber nicht erlaubt. Eines steht fest, was die Corona-Zahlen betrifft, ist kein Vergleich zwischen Italien und Österreich. Blicken wir wieder mal auf die Infektionsstatistik. Wir haben schon gehört, seit gestern sind 25 neue Fälle in Österreich dazugekommen.
Die insgesamte Zahl der Erkrankten, die hat sich unter 500 eingependelt. Heute sehen wir da einen leichten Rückgang auf 422 aktiv Erkrankte. Das hat natürlich damit zu tun, dass vergleichsweise viele Menschen ihre sozialen Kontakte eingeschränkt haben. Und das war wohl wichtig, denn ohne diese Anstrengungen wäre es deutlich schlimmer geworden, meinen heute Wissenschaftler. Eine Welt, verschiedene Ansätze. Unterschiedliche Staaten gehen teils unterschiedlich mit der Bekämpfung einer Pandemie um. Einschätzungen, ob Gegenmaßnahmen wirken, sind nicht ganz einfach. Doch britische Forscher haben sich den Datenberg an Infektionszahlen aus 11 europäischen Ländern genauer angesehen, darunter Großbritannien, Italien und auch Österreich. Ihre Einschätzung, mit den Maßnahmen habe man insgesamt etwas mehr als 3 Millionen Todesfälle vermeiden können. Ähnlich fällt der Befund von US-amerikanischen Forschern aus. Sie haben die Ausbreitung des Virus in 6 Ländern unter die Lupe genommen. Dabei waren etwa China, Frankreich und Italien. Vom Beginn der Pandemie bis Anfang April konnten mit den Maßnahmen laut unseren Berechnungen rund 500 Millionen Infektionen verhindert werden. Natürlich muss man diskutieren, welche Einschränkungen auch wirklich angemessen sind. Doch eines wissen wir sicher, gar keine Maßnahmen hätten eine exponentielle Ausbreitung des Virus bedeutet. Und eine starke Ausbreitung gilt es weiterhin zu verhindern. Von der alten Normalität sind wir schon noch jedenfalls ein Stück entfernt. In den Lokalen und Hotels ist es ja mit bloßem Auge zu sehen. Da ist einfach noch oft weniger los. Die Regierung hat einmal mehr Branchenvertreter heute zu einem runden Tisch geladen und verspricht einmal mehr ein Unterstützungspaket, das dann nächste Woche auf einer Klausur beschlossen werden soll. Man könnte Sitzung sagen, die Regierung lädt aber derzeit gerne zu runden Tischen ein. Vertreter aus Gastronomie und Hotellerie sind heute dran, denn auch der Sommer wird schwierig für die Branche. Die Forderungen liegen am Tisch. Das große Thema ist eine Mehrwertsteuersenkung. Es geht um Fixkostenzuschüsse, es geht um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es geht um Sicherheit für unsere Gäste. Die Regierung jedenfalls verspricht ein weiteres Unterstützungspaket für besonders betroffene Branchen, etwa Steuererleichterungen und weniger Druck bei Kreditzahlungen. Und ganz besonders wichtig wird sein, den Fixkostenzuschuss auf das ganze Jahr auszudehnen, damit auch die Branchen durch die Krise durchkommen, die längere Zeit mit einem Umsatzrückgang oder sogar Nullumsatz rechnen müssen. Wichtig ist jetzt einmal, dass wir maßgeschneidert und, wenn Sie so wollen, passgenau für diese besonders hart betroffenen Branchen was herbringen. Das ist Aufgabe dieser Klausur Anfang nächster Woche. Die Hilfen würden nicht ankommen, heißt es von der SPÖ, die von einer schwarz-grünen Showpolitik spricht. Eine dramatische Lage in den Tourismusbetrieben sehen die Neos und fordern, dass Kreditraten, Zinszahlungen und Steuern ausgesetzt werden. Klagen kommen aus dem Tourismus, Klagen kommen aber auch aus dem Handel. Seit 5 Wochen sind wieder alle Geschäfte offen, aber es läuft offenbar schleppend. Der Handelsverband schätzt, dass mehr als 5.500 Händler schon zugesperrt haben oder unmittelbar davor stehen, weil die Haushalte um Milliarden Euro weniger ausgeben. Tausende Händler können auch nach Ende des Shutdowns ihre Rollbalken nicht mehr nach oben schieben und müssen Insolvenz anmelden. Besonders betroffen sind vor allem kleine Geschäfte, die Bekleidung, Schuhe oder Möbel verkaufen. Im Schnitt gehen übers Jahr gesehen rund 6% der Geschäfte pleite. Heuer sind es bis Mai schon 7% von den rund 79.000 Läden. Und der Handelsverband rechnet mit einer weiteren Pleitewelle im Herbst. Denn jeder vierte Händler gibt an, akut in Zahlungsnot zu sein. Daher braucht es unbedingt jetzt die Kurzarbeitsmittel, alle 100% der genehmigten Anträge als Überweisung aufs Konto. Lohnsteuer und Lohnnebenkosten müssten dringend gesenkt werden, so die Forderung. Aber auch die Angst vor einer zweiten Corona-Welle dämpfe die Konsumlaune. Und solange wir so hohe Kurzarbeitszahlen und Arbeitslosenzahlen haben, ist ganz einfach das Haushaltseinkommen auch nicht da. Also brauchen wir uns auch nicht wundern. Trotzdem, der Onlinehandel ist weiter gewachsen. Manche Händler, sagt der Handelsverband, könnten damit Verluste zumindest etwas ausgleichen. Wie kommt man raus aus der wirtschaftlichen Corona-Krise? Die FPÖ schlägt dafür große Steuersenkungen und mehrere Konjunkturpakete vor. Denn die Corona-Maßnahmen der Regierung hätten großen Schaden hinterlassen. So müsse vieles in Österreich überdacht werden.
Die massiven Probleme, die aufgrund der Corona-Krise noch auf die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft zukommen, dürften nicht unterschätzt werden, warnt heute die FPÖ. Uns werden viele Probleme ereilen. Viele Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind, werden, wenn sie zurückkommen wollen, ihren Arbeitsplatz nicht mehr vorfinden. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der Personen, die in Kurzarbeit sind. Nicht nur die Nachfrage in Österreich, sondern auch der Export werden schwächeln, warnt Hofer. Deswegen fordert die FPÖ unter anderem eine enorme Steuersenkung. Wir müssen investieren in die Infrastruktur des Landes. Das heißt, jene Investitionen, die sowieso angefallen wären, im Straßenbau, im Bahnausbau, aber auch bei der Infrastruktur für die Landesverteidigung. Alles das ist vorzusehen. Auch der Ibiza-Untersuchungsausschuss beschäftigt die FPÖ. Generalsekretär Schnedlitz spricht von Einfluss auf Ermittlungsbehörden, Amtsmissbrauch oder etwa von unterdrückten Beweismitteln. All das würde im Raum stehen, deshalb prüfe die FPÖ derzeit rechtliche Schritte. Im Visier stehe die ÖVP und deren Umfeld. Und die FPÖ schießt sich heute auch auf die Sonderermittler zu Ibiza im Bundeskriminalamt ein, die Soko-Tape. Die habe ein unzulässiges Eigenleben entwickelt, meinen die Blauen. Was heute im Ibiza-Untersuchungsausschuss jedenfalls aufgefallen ist, die Zusammenarbeit zwischen den Ermittlern der Polizei und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war, freundlich gesagt, nicht immer so besonders. Das hat sich heute wieder bei der Aussage des Chefermittlers gezeigt. Zuvor war aber ein Ex-FPÖ-Politiker geladen. Auch bei der Befragung des ehemaligen FPÖ-Abgeordneten Markus Czank zeigt sich das typische U-Ausschuss-Problem. Auch gegen Czank wird strafrechtlich ermittelt. Auch er entschlägt sich immer wieder. Die Vorwürfe haben Gewicht. Czank soll über ein Geflecht aus Vereinen und Gesellschaften für Geldflüsse an Politiker verantwortlich sein. Das Institut für Sicherheitspolitik etwa, dessen Obmann er ist, hat 200.000 Euro von der Novomatic bekommen. Wofür, bleibt weiter unklar. Auch Ibiza-Hauptfigur Johann Gudenus taucht als Gesellschafter und Geldempfänger in diesen Netzwerken auf. Am Abend sagt Soko-Tape-Chef Andreas Holzer aus. Der Polizei wurde ja gestern von der Korruptionsstaatsanwaltschaft eine Reihe von Fehlern unterstellt. Eine wichtige Notiz, in der es um ein Treffen mit Bundeskanzler Kurz in Sachen Casinos geht, sei nur unleserlich übermittelt worden. Holzer wirft heute umgekehrt der WKStA Fehler vor. Jede Behörde hat ihre Unterstützer. Es geht sogar inhaltlich so weit, dass hier forensische Standards, die im Bundeskriminal zum Beispiel vorhanden sind, bei der Auswertung von Daten in der WKStA nicht vorgenommen wurden, was dazu führen kann, dass bestimmte Beweise vielleicht in Zukunft nicht verwendet werden können. Ich bin da schon auf der Seite von meinem Oberstaatsanwalt und es ist ja auch in den Akten evident, dass es hier massive Verfehlungen gegeben hat. Ja. Jetzt kann man unter Anführungszeichen nur hoffen, dass es Schlamperei war. Wenn es Absicht war, dann zieht sich hier der schwarze Faden fort. Ja. Und das heißt, die ÖVP wirkt direkt auf diese Ergebnisse ein. Gegenseitige Schuldzuweisungen also bei den Behörden und in der Politik. Und wir gehen jetzt live ins Parlament zum U-Ausschuss und zu Robert Zickmund. Herr Zickmund, eigentlich sollte man staatlichen Institutionen ja durchaus ernsthaft vertrauen können. Aber angesichts dieser Reiberei zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei, zwei wichtiger Behörden, kann man vielleicht schon Zweifel bekommen. Was ist denn da bitte los zwischen diesen beiden Behörden? Nun, was wir hier heute den ganzen Tag im Untersuchungsausschuss wie auch gestern erleben, ist fast schon so eine Art offener Konflikt zwischen den beiden Ermittlungsbehörden, also der Polizei und der Justiz. Gestern hat ja der Oberstaatsanwaltschaft der WKStA hier wortreich beklagt. Man habe sich geradezu brüskiert gefühlt, als man von der Sicherstellung des ganzen Ibiza-Videos etwa erst aus den Medien erfahren habe. Und zu dieser handschriftlichen Notiz, wo es um ein Treffen von Sebastian Kurz mit Casinos-Vorständen im Rahmen einer möglichen Umstrukturierung geht, heißt es von der WKStA, die ist so schlecht übermittelt worden, die war nicht leserlich, die war eigentlich kaum verwendbar, bevor man sie dann bearbeitet hat. Heute wehrt sich die Polizei, der Chef der Soko sagt, das stimmt alles nicht, man habe das im Original übermittelt und die WKStA hatte immer die leserliche Version. Im Übrigen habe die Soko überhaupt kein Material, das nicht eben auch der WKStA vorliege und es gäbe auch keine Befangenheit bei seinen Ermittlern, nicht einmal bei dem einen, der einst wohlwollende SMS mit Heinz-Christian Strache ausgetauscht habe. Ganz interessant vielleicht auch, man hat erfahren, dass man eigentlich 20 Stunden Video sichergestellt hat, darunter auch ein paar Szenen, die wir noch nicht kennen, die etwa vor diesen Szenen auf der Finca in Ibiza spielen. Aber das ist ja fast dann Aussage gegen Aussage unter den Ermittlern. Kann man sagen, wer im Recht ist und wie man das vielleicht lösen kann, wie das weitergehen kann?
Da kündigt heute zum einen das Innenministerium an, es wird hier eine justizielle Untersuchung geben und möglicherweise ist heute angeklungen, wird es hier im Ausschuss auch noch eine Gegenüberstellung zwischen den Vertretern von WKStA und SOKO geben. Jedenfalls ist eines klar, dass man diese Frage überhaupt stellen muss, wirft kein besonders gutes Licht auf die Ermittlungen in dieser Ibiza-Causa. Spannend, danke Robert Zickmund für diesen Live-Bericht aus dem Parlament. Und zu diesem Konflikt zwischen der Staatsanwaltschaft und den Polizeiermittlern ist der Generalsekretär des Innenministeriums Helmut Tomatsch in der ZIB 2 zu Gast bei Armin Wolf um 22 Uhr hier in ORF 2. Es ist ein Kreuz mit der Mathematik-Zentralmatura, eigentlich eh schon immer, heuer aber offenbar ganz besonders. Denn es gibt sehr viele nicht genügend auf die Mathematura an den Gymnasien. Jeder fünfte hat einen Fleck kassiert. Das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Erklärungsversuche gibt es einige dafür. Gezeigt hat sich aber einmal mehr, auf ein Matura-Jahr mit weniger Fünfern in Mathematik folgt eines mit vielen Fünfern. Was hat Fallschirmspringen mit Mathematik zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel, bei der AHS Mathematik-Zentralmatura schon. Die Kritik ist, dass vor allem diese Typ-2-Aufgaben sehr textlastig sind, noch textlastiger oder komplexer, als es in den letzten Jahren der Fall war. Ich habe da einige Schreiben aus dem Kollegenkreis und die meinen, dass sie das als Verhöhnung der Schülerinnen und Schüler empfunden haben. Im Bildungsministerium ist man vom schlechten Ergebnis überrascht und nimmt auch die Lehrer in die Pflicht. Aus Kulanz hätten sie schwachen Schülern im Abschlusszeugnis der 8. Klasse ein genügend gegeben und sie so zur Matura zugelassen. Diesen Vorwurf an die Lehrerschaft sozusagen kann ich nicht nachvollziehen. Einerseits haben die mehr Zeit zur Vorbereitung gehabt für die Matura eigentlich und andererseits hat es ja den Appell des Bildungsministers gegeben, eine Beurteilung mit Augenmaß zu machen, gerade für diesen Corona-Jahrgang. Und diese Beurteilung mit Augenmaß oder diese Aufgabenstellungen mit Augenmaß hätte ich mir dann eigentlich auch vom Ministerium erwartet. Dass es nicht nur an Corona liegen kann, zeigen die Daten der letzten 5 Jahre. Denn exakt jedes zweite Jahr fallen doppelt so viele bei der Zentralmatura durch, nämlich jeder fünfte. Woran das liegen kann, will das Ministerium bis Anfang Juli herausfinden. Modellhaft wird in der Angabe angenommen, dass der Fallschirmsprung lotrecht ist. Das richtige Modell der Mathematik-Zentralmatura muss erst gefunden werden. Gefunden werden ist ein Stichwort. Wer ist der Mörder von Olof Palme? Wer hat den schwedischen Ministerpräsidenten vor gut 34 Jahren erschossen? Diese Frage war bisher ungelöst, aber jetzt meint die schwedische Polizei, den Täter zu kennen. Es soll Stig Engström gewesen sein, ein Mann, der schon länger zu den Verdächtigen gehört hat in diesem spektakulären Fall, an den sich viele bestimmt noch erinnern. Allerdings ganz sicher kann man sich auch nicht sein, denn Engström ist tot, seit 20 Jahren. Es ist ein kalter Februarabend im Jahr 1986, als der amtierende Ministerpräsident auf offener Straße in Stockholm erschossen wird. Zusammen mit seiner Frau war er nach einem Kinobesuch auf dem Heimweg. Schon die Ermittlungen beginnen mit einer Panne. Nach 3 Jahren wird ein Kleinkrimineller wegen des Mordes verurteilt. Im Berufungsverfahren wird er aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Jahrelang wird mit enormem Aufwand weiter ermittelt, unzähligen Spuren und Hinweisen nachgegangen. Heute ziehen die Ermittler einen Schlussstrich. Ihnen zufolge spreche alles dafür, dass der frühere Werbegrafiker Stig Engström Palme ermordet habe. Aber handfeste Beweise dafür fehlen bis heute. Fest stehe nur, dass Engström in der Nähe des Tatorts war und Zugang zu Schusswaffen gehabt habe. Und er habe Palme für dessen Politik gehasst. Der war damals eng mit dem früheren Bundeskanzler Bruno Kreisky befreundet. Zusammen mit ihrem deutschen Amtskollegen Willy Brandt hatten sie das goldene Zeitalter der Sozialdemokratie in Europa geprägt. Jetzt werden die Ermittlungen eingestellt, denn sein mutmaßlicher Mörder ist schon vor 20 Jahren gestorben. Der Fall Palme wird also wohl für immer im Dunkeln bleiben. Er ist ein Offizier und Gentleman, zumindest meistens, denn immer mal wieder fällt Prinz Philip aus der Rolle. Heuer feiert der Gatte der Queen seinen 99. Geburtstag. Gleich sagen wir Happy Birthday nach weiteren wichtigen Meldungen. Die Polizei hat deutlich mehr Drogendelikte aufgedeckt. Die Zahl der Anzeigen ist um fast 6% gestiegen. Meistens geht es um Cannabis und Aufputschmittel. Der Anstieg hat vor allem mit mehr Kontrollen zu tun und mit dem einfachen Handel über das Internet.
Die Corona-Pandemie hat weltweit die schlimmste Rezession seit 100 Jahren ausgelöst. Österreichs Wirtschaft dürfte laut OECD heuer um 6,2% schrumpfen. Kommt es im Herbst zu einer zweiten Corona-Welle, könnten es sogar minus 7,5% werden. Tirol hat eine Koalitionskrise zwischen Schwarz und Grün wegen der Affäre Geisler. Die Grünen haben ein Krisentreffen einberufen. Landeshauptmann Platter droht mit Neuwahlen. Sein Stellvertreter Geisler hatte eine Umweltaktivistin beschimpft, sich allerdings dafür entschuldigt. Die Türkei ist gegen eine ägyptische Initiative für eine Feuerpause in Libyen. Die beiden Länder stehen in dem Konflikt auf verschiedenen Seiten. Die EU fordert eine sofortige Waffenruhe und einen Abzug ausländischer Truppen aus Libyen. 99 Jahre, ein stolzes Alter. Ein bemerkenswerter Geburtstag, den Prinz Philipp heute feiert. Er tut das gemeinsam mit Queen Elizabeth, seiner Frau, auf Schloss Windsor. Öffentliche Feierlichkeiten gibt es wegen Corona nicht, aber dennoch wird der Jubeltag des Prinzen nicht einfach übergangen, berichtet aus London Eva Pöcksteiner. Normalerweise wird der Geburtstag von Prinz Philipp mit Kanonenschüssen und Empfängen gefeiert. Doch heuer ist wegen der Corona-Krise alles anders. Nur dieses Foto gibt es von offizieller Seite. Ansonsten verbringt Prinz Philipp seinen 99er mit seiner Gemahlin alleine auf Schloss Windsor, bekommt aber jede Menge Glückwünsche via Post, Telefon und soziale Medien. Seit 77 Jahren ist er an der Seite von Elisabeth. 1947 heiraten die beiden in der Westminster Abbey. 7 Jahre später wird Elisabeth Königin und Philipp Prinzgemahl. Jahrzehntelang begleitet er seine Frau bei offiziellen Anlässen. Vor 3 Jahren zieht er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Die Queen bezeichnet Prinz Philipp immer wieder als ihre große Stütze. Er steht ihr mit Rat und Tat zur Seite, bei geopolitischen Fragen, aber auch bei den aktuellen Herausforderungen, die eigene Familie betreffend. Etwa bei der Aufregung um die Freundschaft von Sohn Prinz Andrew mit dem mutmaßlichen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein oder dem sogenannten Maxit, dem Bruch von Enkel Prinz Harry mit den royalen Verpflichtungen. Aber von diesen umstrittenen Themen sollte sich Prinz Philipp heute einen Tag Auszeit nehmen, meinen viele, wie etwa George. Time off, one day a year. Und seinen Geburtstag einfach genießen. Kulturgenuss ist nach und nach in Frankreich wieder möglich. Museen sperren auf, Schlösser putzen sich wieder heraus, Theater bieten herein. Allerdings kam die Erlaubnis dafür so kurzfristig, dass noch gar nicht alle Kultureinrichtungen bereit sind zum Wiederaufspüren. Und vielen fehlt es auch einfach an Geld. Das Emblem des Sonnenkönigs weist den Weg und erinnert an den Sicherheitsabstand. Den einzuhalten ist im Moment kein Problem. Doch normalerweise bleibt im prunkvollen Spiegelsaal kein Millimeter frei. Es war ein Trauerspiel, das Schloss mit tausenden mehr oder minder interessierten Gästen gleichzeitig zu besichtigen. Der Besucher freut, des Schlosses leid. Muss sich Versailles doch zu 70% durch eigene Einnahmen finanzieren. Heuer rechnet man mit rund 40 Millionen Euro Verlust. Le modèle économique du château de Versailles. Unser Geschäftsmodell ist buchstäblich implodiert. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Und damit ist das Château freilich nicht allein. Schlechter noch geht es den Theatern. Rund die Hälfte der privaten Spielhäuser ist vom Konkurs bedroht. Der Staat hilft, aber im Vergleich zu anderen Wirtschaftssektoren wird für die Kultur doch sehr wenig ausgegeben. Und das, obwohl der Sektor in der stolzen Kulturnation Frankreich 7-mal mehr zur Wirtschaftsleistung beiträgt als die Automobilindustrie. Ein wichtiger Beitrag zur Zeit im Bild kommt jetzt gleich von Christa Kummer, nämlich der Wetterbericht für das verlängerte Wochenende. Auch dass Sie es genießen können und noch vorher einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.